Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat einen exzellenten Handelstag hinter sich. Der DAX konnte zwar nicht alle Gewinne bis zum Handelsende halten, trotzdem ging er zum Schluss mit 12.524 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Plus von rund 2,1% bzw. 261 Punkten. Und damit blicken wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke. Franzi, was können wir uns denn heute vom DAX erwarten? Ja, gestern hat der Deutsche Leitindex ja ordentlich Gas gegeben, war zeitweise sogar über der 12.600-Punkte-Marke. Die Experten sagten aber, die Umsätze seien relativ gering gewesen, somit die Ausschläge etwas höher. Und das sei ein Zeichen für durchaus weiterhin Vorsicht am Markt. Und diese Vorsicht, die bekommen wir heute wohl zur Wochenmitte zu spüren. Das heißt, wir rechnen damit, dass es ein Ringen rund um die 12.500-Punkte-Marke wird, ohne erstmal die ganz große Bewegung und nicht allzu große Bewegung sehen wir dann eben auch an den asiatischen Märkten. Nikkei und Hang Seng moderat im negativen Bereich, während der Shanghai Composite moderat um 0,2% zulegt. An den Märkten in den USA gestern gute Stimmung, Nasdaq sogar mit neuen Bestmarken unterwegs. Beim Dow Jones, ja, da braucht man noch ein bisschen Richtung Rekordhöchststände, über 10% sind es. Und gestern hat er vor allen Dingen dann zum Ende so ein bisschen an Schwung wieder eingebüßt, trotzdem ein Plus von einem halben Prozent, aber eben in den ganz großen Rückenwind gibt das für den DAX jetzt heute auch erst einmal nicht. Ja, da müssen wir heute einfach mal kleinere Brötchen backen, würde ich sagen. Vielen Dank, Franzi. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute die deutsche Börse. Die Aktie der deutschen Börse hat sich in den vergangenen Monaten glänzend entwickelt. Gestern brach der Kurs auf ein neues Allzeithoch aus. Damit bestätigte das Papier den Aufwärtstrend in allen Zeitebenen. Auf der Oberseite rücken jetzt drei neue Zielzonen in den Fokus. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Und das war's auch schon wieder mit der aktuellen Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.